So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Farming Week. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mir heute mal einen anderen Platz gesucht, denn ab und zu muss man auch mal Beifahrer sein und mal gucken, wie andere arbeiten. Denn da sitzt er. Tino ist an Bord. Moin moin. Und was soll ich euch sagen? Er ist alleine mit dem Mähdrescher hergefahren. Das könnt ihr euch bei ihm auf dem Kanal definitiv angucken, ist unter dem Video verlinkt. Ich weiß nicht, wann er es rausbringt, aber irgendwann erscheint da ein Video. Ja. Wenn er da ein Follow da lasst, dann seid ihr ziemlich sicher, dass ihr das sehen werdet. Ne? Alleine hergefahren, alleine Schneidwerk angehangen, alleine verbunden auch unten, also nicht nur einfach ranhängen, sondern auch verbunden. Und jetzt dreschen wir gerade Hafer. Wir sind aktuell hier mit um die 3, noch was, 4 Tonnen waren es. Oben hatten wir sogar mal kurz 6, wir sind aber auch schon runter auf 2,8. Ne? Sehr, sehr durchwachsen. Hier, wo die Wassersenke ist, wird es gleich besser werden. Wenn natürlich das hochgeht, da wird es ein bisschen schlechter. Wir hatten im Frühjahr kein Wasser gehabt, dafür steht der Hafer immer noch ganz gut. Ne? Tino, was sagst du? Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Haspel ein bisschen runter. Haspel ein bisschen runter, genau. Ja, bei niedrigem Bestand immer runter, bei höherem ein bisschen hoch. Ne? Genau, ich bin sehr begeistert. Also Jan, auch vielen Dank. Erstens, dass ich vorbeikommen durfte. Zweitens, dass du wirklich mit diesem Monster hier mich hast alles selber machen lassen. Also wirklich der Wahnsinn. Ich durfte herfahren, wie Jan schon gesagt hat, anhängen. Wirklich alles machen von A bis Z ist für mich natürlich auch eine super Erfahrung, weil ich komme ja aus der digitalen Landwirtschaft genau. In dem Sinne. Genau. Aber und du hast schon mal einen Drescher gefahren, ne? Ein Glas Tucano habe ich schon mal gefahren, aber nicht jetzt mit Schneidwerk anhängen oder sonst was. Ich habe nur, wo ich bei Hannes letztes Jahr war, wo wir gehäckselt haben, hat Hannes den Häckselaufsatz vorne abgemacht und wieder dran und fragt nicht. Das war. Hast du selbst gemacht? Nee. Hat Hannes gemacht und das war ein richtiger Kampf. Der stand dann leicht schief und. Du musst schon gucken, auch bei dem Schneidwerk, da hast du ja gesehen, du musst schon gucken, dass du an die Haken, du hast ja einmal da und einmal da hast du ja einen Haken und die müssen gerade sein. Es darf nicht sein, dass du eingedreht bist und der eine schneller als der andere dran ist. Das geht nicht, ne? Also das war eben auf dem Feld und da war ein bisschen uneben und so weiter. Also um Gottes Willen, nicht jetzt die Kompetenz von Hannes da. Aber da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wenn Hannes das schon so ne? Deswegen, aber es hat direkt geklappt vorhin und ich war sehr zufrieden, war richtig cool. Ja, cool. So, Schneidwerk einmal so, hoch, einmal genau, hoch. Einmal Schub rüber. Wir haben jetzt den ersten großen Block weg. Das hier, insgesamt haben wir 25 Hektar Hafer, ist so in zwei Felder. Die sind nebeneinander, die sind verbunden, aber es sind halt zwei Einzelfelder. Hier sind es 11 Hektar. Oder warte mal, drück mal da oben kurz, einmal einfach wo die Satellitendings ist da drauf, ja. 11,55 Hektar, da oben steht's. 11,55, drüben sind es nochmal 15, hier sind wir gleich fertig. Macht Spaß auch mal einfach nicht zu arbeiten. Boah, es macht so viel Spaß auch einfach mal mit so einem Monster zu brechen. Ist ja wirklich beeindruckend. Ist krass, also du bist ja von Klaas in der drittgrößten Maschine, gibt ja noch den 8,8er, 8,9er. Und vom Schneidwerk her ist es das zweitgrößte GPS noch. Hast du hab schon? Hab ich. Hast du ein bisschen hoch, weil sonst, da seht ihr es mal, sonst zieht man sich halt die Pflanzen raus. Aber das macht Tino richtig, richtig gut. Das vorhin schon ohne, ich hab's mitbekommen, nichts gesagt und der hat trotzdem hoch und runter gemacht. Ne? Muss halt bei der Haspel immer drauf aufpassen, nicht zu tief, dann ziehst du die Pflanzen raus, drischt vorne aus, aber auch nicht zu niedrig, dann schiebt das sich nicht rein. Ne? Ja. Wir machen noch ein paar Minuten, würde ich sagen. Auf jeden Fall, klar. Und wechseln den neuen Hafer. Wir sehen uns heute aber auch noch, denke ich, im Weizen wieder. Wir werden doch statt die letzten Tridikale erst den Weizen noch weiter dröschen. Schauen wir, was da noch runterkommt. Halle ist fast leer. Da sind noch 150 Tonnen drin, circa. Da fahren wir uns mal noch ein paar Tonnen rein. Ich sag viel Spaß bei der Drohne jetzt und bis später. Time to do it, no harm.
Leute. Gab halt eine Salzstange. Ich befinde mich gerade im Weizen und jetzt muss ich mal die ganzen Landwirtschaftskollegen fragen. Erzähl mir mal, was das hier ist. Ich habe Roggenstreifen drin im Feld. Ich würde sagen, das hat irgendwas vielleicht sogar mit der Sämaschine zu tun. Ne? Wir befinden uns gerade im Weizen, um die 5, 6 Tonnen hier. Und ich habe, weiß ich nicht, 6, 7 Bahnen. Hier hört es auf einmal auf. Das Weizenfeld habe ich von drüben angefangen, hier rüber. Also es kann nicht sein, dass die Sämaschine irgendwie irgendwas, ne? Kann nicht irgendwie. Davor habe ich den ganzen Tag Weizen gedrillt. Letztes Jahr stand hier Raps. Hat einer eine Ahnung, was das sein kann? Ich bin gerade im Twitch-Chat unterwegs und auch die ist so uneinig. Das ist wirklich hier, ihr seht es ja. Immer die Mitte von der Sämaschine, würde ich fast behaupten, weil wir fahren ja immer auf den gleichen Spuren, ne? Obwohl, da in der Fahrgasse auch nicht. Ich musste das mal kurz mit reinnehmen. Der letzte Weizen, Leute, fällt gerade aktuell. Wir haben es jetzt den 3.8. 19.18 Uhr. Habe jetzt hier 21 von 43 Hektar weg. Ich denke, wir werden so Richtung 30, 35 Hektar noch machen, so bis 21 Uhr, dann ist Feierabend. Das heißt, morgen dann noch, wenn wir 30 Hektar machen, hier 13, 21 und 3 Hektar dann noch. Da legen wir noch ein bisschen was auf Schwatt. Ich werde euch auch dieses Jahr auf YouTube wieder mitnehmen zur Presse mit unserer alten, also zum Fortschritt, alte Fortschrittpresse. Lasst mich noch ein bisschen überlegen und wir sehen uns gleich wieder. Mal gucken, wo, wann oder wie. Aber ich weiß nicht, was das für ein komischer Zeug ist hier, ne? Mit dem Roggen. Tschüss, Leute. So, Leute. 4.8. 12 Uhr. 35 Grad im Schatten, Alter. Richtig warm hier. Der Planet brennt schon wieder. Aber wieder ein Finish. Der Weizen ist runter. Ihr seht hier nicht so viel, weil ich stehe in der Senke. 43 Hektar Weizen. Insgesamt jetzt 300 Hektar ab. Und ihr merkt schon, oder seht schon, ne? Grinsekatze ist wieder da. Erträge waren gar nicht so schlecht. In schwächerem, wo hier Standort hatten wir 4,5. Aber oben die ganze Zeit so um die 6 Tonnen gewesen. Ist okay für dieses Jahr. Schlechtes Frühjahr, 6 Tonnen Weizen. Ich bin im Frühjahr bei Weitem nicht davon ausgegangen, dass das doch 6 Tonnen werden. Ne? Ja, ich wollte euch noch bei einer Sache mitnehmen. Was mache ich nämlich, wenn ich zum nächsten Feld fahre? Ich weiß, das wiederholt sich von Jahr zu Jahr, aber wir haben viele neue Zuschauer, die das auch gefragt haben. Zeige ich euch kurz. Wir haben einen Schneidwerkswagen hier. Da muss das Schneidwerk rauf. Wir haben aber erstmal hier Halmteiler. Die seht ihr. Die gucken beim Schneidwerk rüber. Da habe ich hier so einen kleinen Griff drunter. Den ziehe ich. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ne. Seht ihr das? Dann können wir die einklappen. Das machen wir hinten auch nochmal. Und dann gucken die nicht mehr rüber. Junge, Junge, ist hier viel Stroh. Wir haben gestern schon abgehangen. Einen Moment. Zack, ist die erste Sache. Dann nehmen wir gleich den Multikuppler. Ich erkläre das vorher schon mal. Ich erkläre es, wenn wir es zeigen. Dann gehen wir mal zum Multikuppler. Und zur Zapfwelle. Einmal Antrieb, einmal Hydraulik für Haspel und alles, was so Elektronik ist. Hier Licht zum Beispiel und was da noch dazugehört. Da haben wir hier einmal Zapfwelle, die muss ran, einmal Multikuppler, der wird hier abgedreht, hier dann rangehangen, Kappe kommt drauf und wir haben eine Schneidwerksperre, das ist hier drin. Einfach den rausziehen nach oben und die Verriegelung geht raus. Ich stelle euch mal ganz kurz hier hin. Ja. Zack, muss verpassen. Einmal die Verriegelung raus, das war's. Einmal die Zapfwelle. Einmal ab. Hier so ein bisschen sauber machen ringsrum. Sammelt sich das ganze Kaff, das ganze Stroh, die Gran. Und auch die Spelzen sammeln sich da. Schon vorher abfliegen. Dann haben wir hier den Multikuppler. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann, so, ich denke ja, oder? Da ist alles sowas Elektrik, alles was Strom und Hydraulik ist, läuft darüber. Lass den mal ganz kurz hier hängen. Hier kommt die Kappe einmal raus. Und der Multikuppler wird oben wieder festgeschraubt.
hoffentlich hält die GoPro durch. Unten das Zugmaul müssen wir aufmachen. Hier hinten kommt ja der Schneidwerkswagen ran. Ich habe eine Rückfahrkamera, womit ich das immer schön sehen kann. Das Ding fällt zu, sobald das Schneidwerk ab ist. Das heißt einmal auf. Hier kommt Strom, Schneidwerkswagen und hier kommt das Abreißseil, was ich euch gleich zeige. Gehen wir mal nach vorne. Wir haben nämlich am Schneidwerkswagen einmal Strom, einmal wieder angekoppelt und einmal ein Abreißseil. Abreißseil ist dafür da. Sollte aus irgendwelchen Gründen ich mein Schneidwerk in der Fahrt verlieren, dann haben wir hier ein Seil. Hier vorne hängt es jetzt fest, das kommt dann da ran. Und da zieht eine Handbremse fest. Das heißt, dieser Schneidwerkswagen bleibt dann auf der Stelle stehen. Der wird gebremst, falls wir es verlieren sollten. Ist mir noch nicht vorgekommen. Und jetzt kommt noch eine Sache, recht einfach. Das Schneidwerk wird abgesetzt. Es hat vier Punkte. Punkt 1, Punkt 2 und das gleiche da drüben, Punkt 3 und 4. Ist das Schneidwerk drauf, das werde ich jetzt gleich nicht zeigen, wird das noch verriegelt oder, ach wisst ihr was, wir sehen uns gleich wieder. Ich setze das mal ganz kurz ab. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ja, hat gut geklappt, ne? Das kann man ganz gut sehen. Hier steht's gut, hier steht's gut. Da macht man also diese Zwischendinger rein. Da ist der zweite. Gleichzeitig kommt die Verriegelung rein, ne? So, wie ihr seht, nicht ganz mittig getroffen. Oh, wartet mal, mit einer Hand echt schwierig. Ich muss ja kurz abstellen. Verriegelung ist drin. Und da steht es auch drauf. Das war's. Wir hängen jetzt einfach nur noch an. Dann klappe ich in der Fahrt meine Leiter ab. Ein. Straßenverschalter. Muss gucken, dass die zweite Gruppe drin ist. Und der Schacht oben nicht so hoch, dass der oben steht. Das hier können wir noch runter machen. Nicht so hoch, dass der oben steht. Einfach, wenn du doch einen Unfall hast, zum Beispiel mit einem Motorradfahrer. Sollte das so stehen. So blöd sie jetzt anhört, dass du die nicht skalpierst, ne? Dass da noch Chancen sind. Deswegen immer nicht so hochfahren, das Ding, das reicht, wenn es denn vorne steht, wenn es über Boden läuft. Ne? Das war's, Leute. Ab in der Tridikale, bis gleich. So, Leute, bei der Tridikale angekommen. Da hinten sind sie. Nehme ich euch mal mit und zeige euch noch mal schnell beim vorletzten Feld. Warte mal, Musik hier aus. Was wir alle zu einstellen. Ne? Als allererstes, also angehangen haben wir, ihr habt ja gerade das Abhängen gesehen, ist genau andersrum, nur anhängen. Ne? Dann wollen wir jetzt gleich einen Fruchtwechsel machen, aber als erstes hinter mir ist es noch dunkel und wir drücken einmal hier rauf und klappen aus. Müssen wir ganz kurz gedrückt halten, da könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Und hinter mir geht jetzt gerade dieser Bunker auf, ne? Der Trichter, der dann oben ist, den ihr in den Drohnenaufnahmen mal ganz gut sehen könnt. Machen wir als nächstes. Als nächstes schalten wir wieder von Gruppe 2 runter auf Gruppe 1. Da drücken wir einmal den hier. Das sind die beiden Gruppen, also die Gänge sozusagen. Jetzt hat er ihn drin. Akustisches Signal haben wir auch. Ich habe es auf leise gestellt. Ich könnte das halt auch ein bisschen lauter stellen, aber das reicht. Ne? Sobald wir hinten ausgeklappt haben, kriegen wir auch erst unser Lenksystem. Also Lenksystem ist tot, solange der Bunker zu ist. Wir gehen jetzt aufs Lenksystem, Aufträge, gehen auf einen neuen Auftrag. Er schlägt mir schon mal welche vor. Er sagt jetzt, Wernitz 16 Hektar, hat er recht, da stehen wir jetzt gerade drauf. Das ist das Nachbarfeld mit dem Roggen, aber wir wollen Wernitz Wald, ist genau daneben, auswählen, erstellen, nochmal bestätigen. Und das war's. Dann drücken wir gleich nur noch auf Play und ich weiß nicht, ob wir es eingezeichnet haben. Wenn ja, kriegen wir Feldgrenzen. Ich habe es, habe ich es eingezeichnet? Ja, guck mal. Ich habe es eingezeichnet. Und da könnt ihr schon sehen, wir haben Feldgrenzen mit dran. Ein bisschen verschoben gerade, aber
Ach so, nee. Ja, hier ist ein Landschaftselement drin, das rote hier. Könnt ihr die Baumreihe da sehen? Die ist als rot gekennzeichnet und der macht eine Vorgewendespur runter. Also das passt. Das ist unser Feld. Und jetzt stellen wir einmal um von, wir waren ja im Weizen drin, hier oben. Steht ein bisschen beschissen. Stellen wir jetzt um auf Tritikale. Das heißt einmal Dreschwerk, erstmal Drehzahl von der Straße runter. Dreschwerk geht an, geht nicht an. Wir haben eine Sache vergessen. Chat guckt gerade zu. Eine Sache haben wir vergessen. Und zwar den Häcksler hinten. Der Häcksler geht ja innerfahrt auf, aus hier, auf Straßenfahrt. Wir wollen jetzt häckseln, da fährt er von der Stellung runter auf den. Und wenn wir auf Schwatt ablegen, geht er so runter. Dann fällt das Schwatt ja das ganze Stroh hinten raus. Ist aber auch recht easy. Einmal hierauf, einmal von Straßenfahrt auf häckseln. Darunter seht ihr schon Schwattablage. Er stellt hinten um, da müssen wir nicht mehr aussteigen. Früher musstet ihr mal aussteigen, habt da an der Seite vom Drescher so ein Drehrädchen gehabt, so ein Drehknopf und dann habt ihr da draußen verstellt. Müsst ihr nicht mehr. Jetzt Dreschwerk an. Jetzt dürft ihr auch nicht mehr meckern. Die Drehzahl muss immer unten sein, wenn ihr es anwerft. Es wird euch aber anzeigen, ansonsten geht er auch nicht an. Jetzt können wir es hochfahren. Für einen Fruchtwechsel wird er uns ansonsten, ich zeige es euch mal, wir machen es jetzt noch nicht, wird er uns dann gleich anzeigen. Wir gehen auf Frucht. Ich habe auch ein Schnellmenü, zum Beispiel fürs Ausblasen. Wenn wir mal wollen, dass wir den so zwischenreinigen, dann gehen wir hier auf Fruchtart. Dann habe ich hier Winter, Weizen, Ausblasen und Gerste drin. Wir wollen aber in Frucht gehen. Da ist noch sogar der Hafer. Wir hatten aber gerade Weizen. Und dann suchen wir uns mal die Tritikale raus. Da seht ihr sie. Einmal rauf und jetzt hört er vielleicht, also jetzt müssen wir auf Play drücken, jetzt hört man hin. Der verändert jetzt alle Einstellungen. Egal was vorher als Einstellung, oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Machen wir nochmal. Wir müssen warten, bis Vorgang läuft. Ich habe gerade auf X gedrückt. Zack, Laden der Fruchtdaten ist abgeschlossen. Das war's. Fruchtart Tritikale wird uns nochmal hier angezeigt jetzt. In meinem Bildschirm und er hat jetzt eigentlich alles verstellt. Ich kann euch sagen, er ist erstmal mit der Drehzahl vom Dreschkorb runtergegangen. Er ist auch ein bisschen enger gegangen von Haus aus. Das wird sich eh jetzt alles noch verändern. Siebe, Obersieb und Untersieb 15 und 8 mm. Gebläse steht auf 1000 und Rotor steht auf 800. Das wird sich jetzt im Laufe des Feldes noch ändern. Ne? Wir werden noch anpassen müssen. Hier fragt er mich jetzt Erntebedingungen kontrollieren. Und da gucken wir schon mal nach. Strohbedingungen sind trocken. Der Bestand ist stehend. Er fragt mich halt noch knickend, gebrochen, liegend, stehen oder verunkrautet. Wenn das okay ist, drücken wir auf okay und er hat schon mal so ein paar Infos. Wenn wir gleich mit den Automatiken arbeiten, haben wir zwei Wege. Eins, ich will es einfach schnell ändern, gehe ich hier rein. Da habe ich die Möglichkeit hier zum Beispiel Kornsauberkeit, Durchsatz, Ausdrusch, Durchsatz oder sanfter Dreschen und Durchsatz. Oder wir gehen dann näher in den Dialog, wir gehen oben auf Dialog und ich sage Ihnen zum Beispiel Kornqualität und da sind zu viele Spelzen dran oder Grannen. Ne? Dann drücken wir darauf, machen wir jetzt natürlich nicht und er verändert das oder fragt mich, wollen Sie den Ausdruck verbessern? Da schlägt er mir eine Optimierung vor, ich drücke nur noch auf Ja oder Nein. Also du bist nur noch überwachendes Organ. Wir fahren rein in die Tritikale, vorletzte Feld und sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, Freunde der Landwirtschaft. Ich glaube, das Grinsen verrät alles, ne? Wir sind fertig. Eine Sache seht ihr jetzt ein bisschen früh, das war so nicht geplant, aber die Jungs sind super schnell gewesen. Ihr seht schon, die fahren das Stroh ab hier, ne? Wir haben doch für Eigenbedarf, da seht ihr es, weiß, was werden da drauf sein, so 40 Stück oder so circa, würde ich mal schätzen, mit der alten Fortschrittpresse. Deswegen laufen wir da erstmal hin, war so nicht geplant. Wir unterhalten uns doch gleich nochmal ganz kurz zum Abschluss des Videos. Die Jungs waren super schnell, ich bin mit der Drohne kaum hinterhergekommen, ne? Aber hat alles geklappt, ne? An sich? Alles geklappt. Ne, wir haben uns für den Eigenbedarf jetzt doch nochmal 40 Ballen weggepackt. Wir haben zwar hier noch, auch wenn man das, ich nenne das immer Schwättchen, weil das hat mit dem Schwatt nichts zu tun, ne? Da rufe ich gleich hier den Betrieb an, hier hinter uns, ob die noch was aufpressen wollen, weil ich gesehen habe, da hängt die Presse noch hinter. Das war's, Leute. Die letzten 3 Hektar. Ihr seht den Grinsemann. So, abgerechnet können wir noch nicht. Ich warte noch drauf, dass die Frau jetzt den Rest bucht und wir gucken, was wir da in der Halle noch drin haben.
Aber ich sag mal so, auf den Sandstandorten war eine Katastrophe. Auch da ein Reinfall, Verluste ohne Ende durch Dürre. Im Frühjahr, da wo der Boden ein bisschen besser war, haben wir ganz gut runtergeholt. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Wir haben da hinten 9 Tonnen im Schnitt auf 20 Hektar geholt. Wir haben auf 3 Feldern 7 Tonnen runtergeholt vom Roggen. Wir haben auch Weizen an die 6 Tonnen gedroschen. Da hat es andere noch Dollar getroffen, da will ich nicht weiter rumheulen. Ne? Ich habe aber auch, muss ich sagen, ich habe Roggen auch mit 2 Tonnen gedroschen und ich habe auch Gerste mit 4 Tonnen. Also es ist durchwachsen dieses Jahr. Wir sagen einfach mal, es war scheiße. Aber ist egal, auch das hat ein Ende, Leute. Das war's. Den sehen wir jetzt erst wieder in einem Jahr. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alles darauf bekommen. Ich habe jetzt noch 20% drin. Das machen wir im Betrieb aber gleich. Ihr wisst ja, da vorne ist meine Firma. Ist nicht so wild. Die paar Meter können wir so fahren. Ich wette, ich habe eh wieder die Hälfte vergessen, was ich euch erzählen wollte. Wir sind nicht aus der Welt. Die Ernte ist nur vorbei, ne? Wir sehen uns trotzdem weiter. Ich mache, heute ist Donnerstag, ne? Morgen ist Freitag. Samstag mache ich frei. Da ist Jens unterwegs. Mit der Scheibenegge. Sonntag werde ich schon wieder mit der Scheibenegge und dem Waldra unterwegs sein, Leute. Sonntag machen wir weiter, aber ich denke, guckt mal hier. Das sagt für meine Region alles. Wir können noch mal weiter runter gehen. So tief kann ich gar nicht buddeln, ohne Wasser zu finden. Eigentlich ist Scheiben auch nicht richtig aktuell, ne, muss man sagen. Aber machen müssen wir es ja trotzdem. Ich habe Angst, dass da hinten wieder alles wegbricht. Wir beenden jetzt trotzdem das Video, bevor es zu lang wird. Fertig, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. War eine schöne Zeit, war eine schöne Erntezeit. Im Großen und Ganzen ist echt viel heile geblieben, auch wenn wir jetzt mit dem Lexion ein, zwei Sachen hatten. Ich bin super zufrieden, wie der durchgehalten hat dieses Jahr. Das war's, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Drohnenaufnahmen noch. Ihr bekommt noch zu diesem Schwatt hier, was wir hier, das Schwättchen, was wir gepresst haben, kriegt dann noch ein bisschen Drohne. Viel Spaß noch damit, bis zum nächsten Video, wir sehen uns, tschüss. This is something that I know for sure. It's just something about you. I just want more. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do tonight. I really don't care as long as I'm with you. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise.